Gestern war ich wieder dort. Ich kam mir so fremd vor wie damals, als mich Tante Verena zum ersten Mal hereinführte. Der Wind heulte leise im Herd. Und während draußen noch die Herbstsonne schien, war der Winter in der Küche. Kristalle glitzerten an den Wänden. Zerborsten und zusammengebrochen trauerte der Tisch. Ich hielt den Atem an und hörte die Zeit ticken. Alles war dahin. Und ich war ganz allein in diesem Haus. Als ich hierher kam und litt, ein kleiner Junge von 11 Jahren, wie sollte ich wissen, dass dies die herrlichste Zeit meines Lebens sein sollte? Das merkt man erst, wenn es vorbei ist. Ich ging umher und fand an der Speisekammertür noch die Kerbzeichen, die Catherine mit dem Brotmesser eingeschnitten hatte, über meinem Kopf, um zu messen, wie ich wüchse. Ich hätte gern die Geräusche und die Gerüche der Küche von damals gehabt. Das Ha-Ha-Ha und das Knistern des Feuers. Den Geruch von Butterzucker und heißer Vanille. Denn Tante Dolly lebte ja nur von Süßigkeiten und Bug Tag für Tag. Das Knarren der Schaukelstühle. Und auch die Bilder von jungen Kätzchen ringsum an den Wänden. Tja, vorbei. Später sagen wir nur ein einziges Mal noch. Damals aber fanden wir es gar nicht so schön. Mich nannten die Leute in der Stadt nur den armen kleinen Colin. Über Nacht bin ich das geworden, armer kleiner Colin. Meine Mutter war gestorben, noch nicht 30 Jahre alt. Mein Vater riss sich die Kleider vom Leibe und rannte ihren Namen brüllend auf den Hof hinaus. Und die Nachbarn standen hinter den Fenstern. Es wagte sich keiner zu ihm. Ich hielt mir die Ohren zu. Später am Nachmittag hatte Vater sich wieder gefasst, wie man das so nennt. Er war 2 oder 3 Tage ganz besonnen. Aber als wir vom Begräbnis zurückkamen, zerschlug Vater alles, was im Hause war. Nein, er war gar nicht wütend. Er ging ganz ruhig und bedächtig zu Werke. Ich sehe noch, wie er im Wohnzimmer die chinesische Figur, den Buddha, in die Hand nahm, wog, nachdachte und dann warf er ihn doch gegen die Wand. Der Flur und die Treppen waren übersät mit zerschmettertem Glas und zerbeulten Silberschüsseln. Ich hörte Schritte und sah Tante Verena kommen, den Weg herauf, geradeswegs auf die Haustür zu. Aufrecht, gartenschlank, schwarz. Es schien, dass sie gar keine Angst hatte vor Vater. Vielleicht war es das, weshalb sich mir das Herz zusammenkrampfte. Ich erschrak für ihn. Sie warf einen Blick auf das Trümmerfeld und redete meinen Vater an. Über dem Treppengeländer hing ein zerfetztes Nachthemd meiner Mutter. Sie sah streng daran vorbei. Ich muss mit dir sprechen, Eugen. Ja? Setz dich, Verena. Ich wusste, dass du kommen würdest. Schick das Kind hinaus. Welches Kind? Ach, Colin. Colin, mein Junge, geh. Das war seit Tagen das erste Wort, das Vater zu mir sprach. Es war auch das letzte. Das letzte, was ich behalten habe. Am gleichen Nachmittag kam Dollys Freundin Catherine Krieg herüber. Catherine mit den ausgestopften Backen. Und packte meine Kleider zusammen. Und Vater fuhr mich hinüber zu dem großen, düstern Haus in der Talbotstraße. Als ich aus dem Wagen stieg, versuchte er mich zu umarmen. Er sagte wohl auch etwas dabei. Ich habe mir jahrelang überlegt, was er wohl gesagt haben mag. Ich lausche noch immer, versuche es mir zurückzurufen. Vielleicht war es... Colin, mein Junge. Oder auch nur... Mein liebes Kind. Manchmal fürchte ich direkt, es könnte so gewesen sein. Adieu. Adieu, vergiss mich nicht. Aber dann... Ich habe mich damals aus seinen Armen gewunden. Ich war so verschüchtert. Jetzt tut mir das leid, denn ein paar Tage später, als er nach Mobil fuhr, ist sein Wagen ins Schleudern geraten. Ja, ins Schleudern. Und stürzte 150 Meter tief hinunter in den Golf. Als ich Vater wieder sah, lagen Silberdollars
auf seinen Augen. Das machte man damals so. Dies war der Anfang der schönsten Jahre meines Lebens. Das Talbot-Haus war sehr unheimlich. Meine Tante Verena galt als die reichste Frau in der Stadt. Es war auch kein Mann bei uns reicher als sie. Aber nie habe ich erlebt, dass ein Fremder zu uns auf Besuch kam. Außer einem einzigen Mal, und davon werde ich noch erzählen. Drei alte Frauen wohnten im Talbot-Haus. Meine beiden Tanten Dolly und Verena und Catherine, die dunkle Dienerin. Sie war mit ihnen zusammen aufgezogen worden. Ich brachte niemand mit nach Hause und ich habe auch nie den Wunsch gehabt. In der Stadt sagten sie, im Talbot-Haus gingen Dinge vor, von denen man sich nichts träumen ließe. Es sei dort nicht ganz richtig. In den ersten Wochen nach Vaters Tod war mir das einerlei. Dann aber, als sich diese Aufregung gelegt hat und die Leute mich nicht mehr so ausführlich bedauerten. Ja, wirklich. Ist das nicht traurig? Der arme Colin Fenwick ohne Vater und klein wie ein Zwerg. Und dann bei den Tanten zu traurig. Und als auch die Noten in der Schule wieder nicht mehr ganz so gut waren aus lauter Mitgefühl, da witterte ich das Geheimnis und nahm mir vor, es auszukundschaften. Ich wusste schon wie. Auf dem Dachboden waren ein paar Dielenbretter lose. Man konnte sie hin und her schieben. So. Und wenn ich auf Strümpfen die Leiter hinaufschlich und die Bretter vorsichtig rückte, Zoll um Zoll. Dann konnte ich in fast alle Zimmer hinuntersehen. Dollys Zimmer sah aus wie die Zelle einer Nonne, nur dass die Wände rosa waren. Es war immer voll Schatten, wilder Wein hing dicht vorm Fenster und sie verbarg sich darin. Ich musste lauschen, ob ich sie nicht drunten im rosa und grünen Schatten atmen hörte. Wenn ich abends von oben herabspionierte, hörte ich manchmal ihre sanfte, verwehende Stimme, ganz langsam. Und beschwörend, aus dem Winkel am Schreibtisch. Essen Sie keine Süßigkeiten. Außer Kandiszucker. Und auch niemals Salz. Schauerte mich. Erst als sie sich einmal regte, sah ich, dass ihr Schreibtisch ganz mit bunten Briefen bedeckt war. Und auch sie schrieb, mit einem Bleistift. Ab und zu befeuchtete sie ihn mit der Zungenspitze und sprach vor sich hin. Es war mir ein Rätsel, von wem die Briefe waren und an wen Tante Dolly nachts schrieb. Mit dem Postboten hatten sie und Catherine viele Geheimnisse. Sie tuschelten im Winkel oder draußen auf dem Hof. Und wenn Tante Verena oder ich dazukamen, fuhren sie mit schuldbewussten Gesichtern auseinander und schlugen die Augen nieder. Gern hätte ich herausgekriegt, was sie da besprachen. Aber die alte Catherine verstand ich zunächst überhaupt nicht. Kein Wort. Oma geht alles Kacke in Schwein. Oma haben wir Oma gefragt. Sie sprach ganz ohne Zähne, einen grauenhaften Südstaaten-Dialekt, die Catherine. Und ich habe es erlebt, dass Leute bis auf die Lippen erbleicht sind, wenn Catherine zu schimpfen anfing. Ich konnte auch nicht hören, worüber sie sich mit Dolly unterhielt, wenn sie beide in der Küche waren. Dolly und Catherine steckten immer in der Küche zusammen. Das war ihr gemeinsames Reich. Und was sie überhaupt zu sagen hatten, das teilten sie einander mit. Aber gerade in die Küche konnte ich von meinem Spionenversteck aus nicht hineinsehen. Denn der Teil des Dachbodens darüber war mit alten Koffern und Baumwollballen dicht vollgepackt.
Aber wenn ich mein Ohr an einen bestimmten Balken legte, der in die Küche hinabführte, so, da stieg's in dem trockenen Holz herauf wie der Baumsaft im Frühling, das Tremolo ihrer Stimmen. Das war alles. Ich legte mich auf die Lauer und fasste mich in Geduld. Inzwischen konnte ich ja Verena beobachten. Dazu musste ich ein anderes Brett verschieben. Sehr vorsichtig. Ich habe mich immer vor ihr gefürchtet. Sie war so schmal und schlank. In Verenas Zimmer war alles kaltes Grau und kaltes Grün. Sie schlief im Büro. Da stand ein Schreibpult mit Rollladen und in den Regalen eine ganze Bibliothek von Ordnern. Verena saß nach dem Abendessen stets am Schreibpult. Sie trug dann einen grünen Schirm über den Augen. Ich hörte sie auch sprechen. Laden mit April bis Oktober 468,45. Trauerkleider für Kinder 10 Stück. A37, 12 Stück A29,90. Ja, sie rechnete. Sie rechnete gut und schnell. Ich war ganz fasziniert, denn ich rechnete langsam. Manchmal aber erschrak ich zu Tode. Da schien es mir, als hätte sie mich entdeckt. Wer hat denn diesen Unsinn angestiftet? Es kostet doch wieder 10, 18, 21. Also der muss raus. Der muss raus. Mich betrügen. Mir war immer, als hätte ich alles verkehrt gemacht. Sie verstand sich darauf, jedermann ins Unrecht zu setzen. Wenn ich sie von meinem Versteck beobachtete, fror ich vor Aufregung. Aber ich konnte es nicht lassen. Ein oder zweimal habe ich sie freilich auch anders erlebt. Ja, da war kein Kontobuch aufgeschlagen. Sie hatte die Stirn in die Hände gestützt. Ab und zu nahm sie die eine Hand herunter und warf Bilder durcheinander. Lauter Bilder. Weiß nicht, was drauf war. Ich sah von oben her nur weiße Zettelchen. Und dann drehte sie das Licht aus und fing an, im Zimmer auf und ab zu gehen. Auf und ab. Und plötzlich war es, als ob sie in der Dunkelheit gestrauchelt und gefallen wäre. Warum? Warum? So wild, so heiser. Ich dachte einen Augenblick, sie kämpfe im Dunkeln mit einem wilden Tier. Aber sie war ganz allein. Tja, so lernte ich denn allmählich die Geheimnisse des Hauses fürchten. Um auf den Dachboden zu kommen, musste ich auf einer Leiter erst in die Wäschekammer steigen. Und von da ging's durch eine Falltür zum Boden hinauf. Eines Tages nun sehe ich die Falltür offen stehen. Und da war auch so ein sonderbares Summen. Ganz süß. Wie von kleinen Mädchen, wenn sie allein spielen. Und etwas da oben raschelte zart wie Seidenpapier. Ich dachte wirklich, wie kommt da ein kleines Mädchen hinauf? Und dann wurde es mir unheimlich und ich wollte umkehren. Aber da fragte schon eine Stimme herab. Catherine? Nein, Colin. Ach, du. Du bist es. Komm rauf, komm rauf. Hier oben, also spielst du. Ich sag dir schon so, Verena, du bist wirklich so viel alleine. Komm mal her, hilf mir. Du kannst mal in dem anderen Fass danach sehen. Ich suche einen Beutel mit Perlkiesel. Perlkiesel? Ja. Wozu? Und eine kleine Korallenburg. Die müssen hier irgendwo sein, von früher, weißt du? Meinst du nicht, dass Catherine ein Glas mit Goldfischen mögen wird? Zum Geburtstag. Oh, ein Aquarium. Fein. Ja, ja. Wir hatten früher immer Tropenfische, aber sie waren wie die Teufel, die fraßen sich auf. Weiß noch gut, wie wir sie kauften. Zu Fuß gingen wir den ganzen Weg nach Bruton. Niemals bin ich so viel gelaufen. Schau. Schau. Da,
ist die Korallenburg. Ach, ach, ist sie nicht wunderschön? Ja. Ja. Sie war wunderschön. Catherine bekam an ihrem Geburtstag einen furchterregenden Anfall von Freude, als sie die dicken Goldfische mit ihren bleichen Schwänzen durch die Tore der Korallenburg fächeln sah. Hm. Oh. Hummer, Hammer, Freude. So Freude an schöne Schwanzfische. Hummer, wie wedeln mit Glotze. Guck, oh, du siehste. Oh, Gott segne dir, Dolly Hers. Wir wurden Freunde, Dolly, Catherine und ich. In der warmen Küche saßen wir zusammen, wohin Verena ungern kam. Und während ich Schulaufgaben machte, spielten die beiden Bilderlotto oder lasen sich aus der Hand. Manchmal halfen sie mir auch beim Lernen. Das war schön. Dolly mutmaßte vieles, was in den Büchern anders stand. Und Catherine wurde leicht böse, wenn man ihr nicht glaubte. Zusammen waren sie sehr eifrig. Lass dir nichts einreden, Colin. Amerika muss schon Amerika geheißen haben, ehe Kolumbus kam. Amerika ist ein Indianerwort. Woher sonst Kolumbus wissen, dass es Amerika sein, wohin setzen Fuß an Land? Kolumbus kein weißer Mann gewesen sein. Bisschen Neger, bisschen Indianer. Kolumbus. Ganz und gar halb und halb. Das lernte ich. Und es hatte furchtbare Folgen. Ich trug das ja mit Fassung, aber die armen Lehrer taten mir leid. Und in der Stadt zwinkerten sie nur, wenn Catherine erklärte, sie stamme von Indianern ab. Denn sie war schwarz wie alle Engel Afrikas. Aber dafür legte sie Rouge auf. Messerrückendick. Es blendete einen wie Sonnenuntergang. Und weil sie keine Zähne mehr hatte, stopfte sie, damit ihr die Backen nicht einfielen, Wattepolster hinein, wie andere Leute einen Prim. Wenn sie die herausnahm, konnte man überhaupt kein Wort verstehen. Oma, gehen wir morgen in den Wald bei Pater Nosterbaum. Oma, Colli, gehen mit Sack. Wie? Was sagst du? Kräuter holen in Wald morgen ganzen Tag. Dolly sagen, du, Colli, komm mit. Oh, wirklich? Mhm. Ich darf mit in den Wald? Hurra, hurra! Die schreien wie Schwein hat Hunger. Die da merken sonst, dass du, kleiner Colli, gehen mit und verbieten. Ja, ich wurde allmählich eingeweiht. Ich will Dollys großes Geheimnis verraten. Nie verließ sie das Haus, außer einmal in der Woche. Da zog sie dann mit Catherine Creek in die Wälder am Fluss, um Kräuter zu einer Arznei zu sammeln, die sie heimlich braute und auf Fläschchen füllte. Später entdeckte ich, dass sie im ganzen Staat Kunden für diese Medizin hatte, und an diese Kundschaft waren ihre vielen Briefe gerichtet. Am nächsten Morgen also schlichen wir drei uns früh aus dem Haus, damit uns die da nicht bemerkte. Die da, so nannte Catherine Verena. Das Schleichen gehörte wohl mehr zum Ritus. In Wirklichkeit wusste jeder von uns, dass Tante Verena hinter dem Fenster stand und uns davonziehen sah mit unseren drei Kornsäcken. Dann gingen wir die Straße entlang, an der Kirche vorbei, über den Friedhofshügel, von dem man einen weiten Blick auf die düsteren Flusswälder hat. Was rennst du denn so? Colin, bleib stehen! Magst du nicht hier sein? Hier liegen all unsere Leute begraben. Deine, meine Eltern. Ich weiß, Tante Dolly. Die Talbots, die Fenwicks. Aber wollen wir nicht weiter? Oh, kleiner Colli, du hast ja Angst. Oh, du bist dumm. Angst vor Gräbern. Nein, ich habe gar keine Angst. Doch, ich spür's ja. Die Luft um dich her zittert ja. Nun, wenn wir zurückkommen, werde ich's dir erzählen. Was denn, Tante Dolly? Und wenn du sie erst einmal gehört hast, die Grasharfe, wirst du nie wieder Angst haben. Die Grasharfe? Was ist denn das? Na, ist noch zu früh, Colin. Deine Ohren sind noch zugesperrt. Erst musst du in den Wäldern gewesen sein. Und lauschen. Dolly, das muss ich sagen,
wusste zwar nicht sehr genau, wer für die Welt Amerika entdeckt hatte, aber sie hat es für sich bestimmt entdeckt. Ganz innen, in ihrem Herzen. Sie hörte jeden Laut in den Wäldern. Wenn sie träumend umherging, war es, als ob sie durch die Büsche sehen könnte. Sie fand die Waben mit wildem Honig und das Gelege der Guinea-Henne und wusste die Standorte aller seltenen Pflanzen. Einen Sturm konnte sie einen Tag voraussagen. Und wenn man mit ihr in die Flusswälder ging, wurde man auf eine wunderbare Weise niemals von einem Regen ganz überrascht. Sie roch ihn vorher und gab uns anderen, die wir uns zum Kräutersammeln im Wald verteilt hatten, Signal. Ringsum. Du, wenn du so plärren, hören kein Tier und kein Pflanz ringsum, sagen Dolly Herz. Catherine! Red nicht so laut. Kinder, es gibt einen Guss. Oh. Wir gehen aufs Baumhaus. Ein Baumhaus? Wo? Ein richtiges Haus? Ja, kleiner Collie, zeig, was du kannst. Guck dich um. Du kannst es von hier aus sehen. Die Kronen sind so dicht und dunkel. Ist es da oben in der Eiche? Nein, nicht die Eiche. Ein richtiges Baumhaus? Hier? Ja, ein Haus wie ein Floß. Es treibt oben im Grün der Gipfel. Oh, mir haben Tropfen getroffen auf Back und jetzt auf Ellbogen. Sieh dir mal, da den Paternosterbaum an. Eine Plattform. Und fast wie eine Treppe geht's rauf, auf den Astknochen. Ich nicht lieben Haus in diese Paternosterbaum. Bist du dick, Catherine? Kommst du da auch rauf mit deinem Rheuma? Dummer Junge, sagen ich sein Fett. Ich klettern wie wilde Katze. Wie wilde Katze klettern ich, aber Mensch sei nicht geschaffen, von liebe Gott zu wohnen als Affe im Baum. Lass deinen Catherines Sack unten, Colin. Dicht am Stamm da. Da wird er nicht nass. Aber du, Tante Dolly, was schleppst du deinen Sack mit drauf? Lass ihn doch auch unten. Nein. Kein Mensch wissen, was Dolly Herz sammeln in ihren Sack und binden zu so fest, als ob drin ist ein lebendiger Prinz oder eine Indianerprinzessin mit blau-schwarzem Haar. Großes Geheimnis. Oh, hier oben ist es ja wunderbar. Und sogar ein richtiges Geländer aus Weinranken. Wer hat das gebaut? Ihr? Ich glaube, die Jungen, die das mal gebaut haben, die sind schon lange Männer geworden. Oder vielleicht sind sie schon tot. Fußboden, viel zu alte Brett. Bretter sind ganz und gar morsch. Nägel da sein, schlüpfrig wie Würmer gehen. Alles krachen zwei. Fallen noch runter. Alles auf Kopf in zwei. Habe ich nicht gesagt? Sei still, Catherine. Hör lieber, wie der Regen rauscht. Hört sich an wie ein Trommeln über den Wäldern, nicht? Nein, es zischt richtig. Wie Brandung. Schön ist das. Als ob man auf einem Floß im Meer treibt. In einem grünen Meer. Sei still, mein Junge. Weil das Gras nun nass war, wurde es diesmal doch noch nichts mit der Geschichte von der Grasharfe, die Tante Dolly mir auf dem Friedhofshügel versprochen hatte. Bald sollte ich sie hören. Das war ein anderer Tag und auch ein sehr aufregender dazu. Aber noch an diesem Abend wurde der Grund gelegt für all die Verwicklungen, die die ganze Stadt so aufregten, dass die Leute noch Jahre später die Zeit danach bemaßen. Und sich fragten, war das eigentlich vor der Sache mit dem Baumhaus oder hinterher? Gestern Abend, als ich in die Tolbo-Straße ging, habe ich mich daran ganz genau erinnert.
Im Hof fand ich etwas, das lag wie ein schwarzer Meteorstein verborgen in Gras und hohem Unkraut. Und erst als ich mit dem Fuß daran stieß, es klang ganz hohl. Da durchfuhr es mich, das ist ja der alte Eisenkessel, auf dem wir drei abends immer unsere Arznei kochten, wenn wir aus den Wäldern kamen. An jenem Abend erlebte ich das zum ersten Mal. Dolly, über den Kessel gebückt, mit ihrem kurzen weiß-gelben Haar, Catherine im Feuerschein mit blendend roten Backen und blitzenden Augen, und sie warfen alles, was wir gesammelt hatten, immer grüne Rinde und Drachenfarn und geheimnisvolle Wurzeln ins sprudelnde Wasser. Catherine rührte mit einem abgesägten Besenstiel herum und summte ein Lied dazu und wiegte sich hin und her. Das wird ja ganz braun. Ja, ja, erst rosa und dann braun mit einem grünen Schiller muss der Saft sein. Das ist ja richtig. Braun wie Spucke von Tabaksaft. Catherine, das Kind. Och, Kind wird man, man wird auch Tabak kauen und spucken. Und wie lange kocht das nur noch? Na, nur noch eine halbe Stunde vielleicht. Du Kohlholz, leg nach, mein Kind, der geht schneller. Ja? Ja. Nein, nicht so viel, nicht so viel. Das Feuer muss sanft bleiben, nicht mit Gewalt, nichts mit Gewalt. Catherine, tu Deckel drauf. Ja, und denn, wenn es fertig ist? Dann füllen wir ab, gib 50 Flaschen diesmal. Darf ich helfen, Tante Dolly? Ja, mein Kind, ja. Du musst aber vorsichtig sein, dass die Flaschen nicht zerspringen. Warm, warm, fingerwarm, nicht heiß für Füllen ein. Dolly Herz sagt, dem Kind soll drehen, so kleine Körbchen auf Papier für Klo. Darf ich zeigen, Papier für Klo? Versteh kein Wort. Oh, ich spreche sehr deutlich, sehr. Findest du das auch, Tante Dolly? Also, hör zu, Kind. Die Essenz entwickelt in den Flaschen einen Dampf. Mach, ja. Platz auf, wenn andere Korken seien fest. Ja, und deshalb können wir keine gewöhnlichen Korken brauchen. Es wird deine besondere Aufgabe sein, wenn du helfen willst. Ja, na, du, ich weiß nicht. Magst du auch wirklich? Oh, aber ja doch. Wir machen unsere Stöpsel praktischer aus gedrehtem Krepppapier. Drin, auf dem Flaschenregal, stehen die Rollen. Oh, ich habe mich schon gewundert über den großen Vorrat. Catherine, du, bist du so lieb und zeigst dem Kind, wie es die Stöpsel richtig dreht? Gut. Ach du, ich bin so froh, kleiner Conny, dass du zu uns gekommen bist. Da haben wir Hilfe, weißt du, das ist... Psst. Die da. Was ist denn? Die da kommt, guckt am Fenster schon ganze Zeit. Psst, die kommt. Ihr werdet noch jemand vergiften mit dem Teufelszeug. Colin, mach das Hof dazu. Die Leute brauchen nicht zu sehen, was ihr für Unfug treibt. Das gibt bloß Gerede. Es ist doch Medizin, Verena. So, ich sagte, das gibt noch mal Schererei. Wenn ihr abends im Hof kocht, sieht das aus wie ein Zigeunerlager. Mag das nicht. Und aus dem Jungen solltest du nicht einen Hexenlehrling machen. Hex, nix, Hex, nix, Hex. Kochen Segen aus Wald für Kranke. Kranke dankbar sein, Verena. Ich hab dir schon immer gesagt, Catherine, warum gehst du nicht zum Dr. Krieger und lässt dir ein paar Zähne in deinen Mund tun? Oh. Damit du wenigstens gelegentlich einmal einen verständlichen Satz sprechen kannst. Oh, mich verstehen sehr gut. Mich reden prima. Dolly Herz, nicht? Ja, ich rede prima. Ja, ja, ich verstehe dich schon, Catherine. So. Ich verstehe dich. Ihr seid euch mal wieder einig. Also gut. Ist ja eure Sache, wenn die ganze Stadt über euch lacht. Lachen keiner. Ja, mit deinen Wattepolstern, die du dir in die Backen stopfst. Lachen keiner. Sei still. Bin nur gekommen, zu fragen, wer von euch dreien hat das Badewasser abzudrehen vergessen? Oh, Verena, ich... Das war ich, Tante Verena. Entschuldige bitte. Also geh hinein und sieh dir die Bescherung an. Der Boden schwimmt. Ich wische es auf. Ich gehe schon. Ja, Verena, ich glaube aber, ich bin's gewesen, die... Also ich will nicht hoffen, dass du das Kind ans Lügen gewöhnst. Es genügt schon, dass ihr beide es mit der Wahrheit nicht so genau nehmt. Wir lügen nicht. Übrigens hat jemand meinen Schirm zerbrochen. Warst du nicht damit ausgegangen, Kessel, gestern? Über zum Drugstore, um Kuchen holen für Dolly Herz. Nur einen Moment weg sein. Ich wundere mich nur, wie schnell ihr alles kurz und klein kriegt. Ich rackere mich ab und komme zu nichts. Wir werden dir einen neuen Schirm kaufen, Verena. Von welchem Geld? Von meinem, nicht wahr? Wir verdienen ja auch mit dem Elixier. Mhm. Also gut, kauf einen neuen Schirm, damit nicht das ganze Geld bloß für Unfug ausgegeben wird. Ihr gebt doch immer alles sofort aus, was mit der Post ankommt. Es gehört uns dreien. Ja. So, aber leben tut ihr in meinem Haus.
Von meinem Drugstore, von meiner Tankstelle, von meinem Kleiderbazar, von meinem Kolonialwarenladen. Ja, und von der Miete für mein Bürohaus hätte ich fast vergessen. Nicht wahr? Leben tut ihr von mir. Wir arbeiten ja auch, Verena. Wir halten das Haus in Ordnung. Ach Gott, in Ordnung. Habe ich eben 3 neue Spiele gefunden. Lerne Holzschnitzen hieß das eine. Wer will hier schnitzen lernen? Ach, du mich immer so böse fragen, Verena. Wir 3 schnitzen und sehr nützlich sein. Bin gespannt. Und dann noch das Puffspiel für Jung und Alt und jedermann kann Bazooka schießen. Na, ihr habt viel vor. Außerdem war da noch ein Lehrbuch für Französisch. Es ist aufgewischt, Tante Verena. Na, ich sehe mir das an. Du hast schmutzige Nägel, Colin. Willst du Französisch lernen, ne? Tja, wenn es nötig ist, Tante Verena. Es ist für dich nicht nötig. Du bist ein Zwerg für dein Alter. Du sollst dich nicht geistig überanstrengen, oh, Verena, mein Kind. Du sei ein Böser wie Gift, wie Gift. Ich weiß, wie Biddy Skinner sein groß geworden. Komm, gräm dich nicht, mein Liebling. Ich weiß schon, du brauchst nur ein bisschen gestreckt zu werden. So und so, wenn wir den Arm in die Höhe ziehen. Wir werden das schon machen, mein Kleiner. Nichts wie Unfug. Unfug. Also, Dolly, den Schirm vergiss nicht. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Mach's Feuer aus, Colin. Ja. Aus, aus. So. Dolly Herz. Was sagtest du, Verena? Ach so. Nee, das macht mir gar nichts aus, einen neuen Schirm zu kaufen. Gar nichts. Nee. Ich weiß nie, wie viel Geld dir mit dem Zeugs da verdient. Ist ja Geld von Dolly Herz. Was kostet die Flasche? Willst du mir nicht antworten, Dolly? Nicht gern. Das ist meine Sache. So. Möchte dich warnen, Dolly. Dolly, Herz, sei warnen. Gut, Catherine. Wenn ihr zu viel verdient, müsst ihr Einkommensteuer bezahlen. Colin, du bist ein vernünftiger Junge. Und wie viele Flaschen gibt es diesmal? Ich weiß nicht, Tante Verena. Aha, du lügst auch schon. So. Verena, du hast heute wieder keinen guten Tag. Bitte lass mir das doch. Ich habe so wenig Eigenes. Mehr als ich, Dolly. Denk an die Steuererklärung. Ich muss das angeben. Wir nehmen $5 für die Flasche. Wie? Ja. $5? Ja. Das Zeugs ist keine 20 Cent wert. Davon verstehst du nichts. Ja, aber von Geld verstehe ich etwas. Ihr geht jeden Sonnabend in den Wald zum Kräuter sammeln. Ihr kocht jede Woche einen Kessel voll. Colin, nimm den Deckel ab. Es gibt ja mindestens 100 Flaschen. Nein, Tante Verena, das musst du nicht glauben. Es reicht wirklich höchstens für 50. Dachte ich das doch, 50 und das jede Woche. Und das gibt ja alles aus. Für Kuchen, Bonbons, Spiele. Ja, ihr seid wahnsinnig, alle 3. Du verdirbst das Kind, Dolly. Nein. Ich verderbe niemand, Verena. Wir helfen den Kranken, sie werden ja gesund. Die Dummheit der Leute ist enorm. $250 in jeder Woche. Aber Drachenfarnblätter wachsen nur 5 Monate im Jahr. Drachenfarn ist... Catherine, hör jetzt auf zu schwatzen. Fass den Kessel an, es wird ja alles kalt. Ja. Wir müssen jetzt abfüllen. Na lass, das ist so schwer. Nein, Colin, nicht helfen, du verhebst. Nein. 5 Monate, $250, wochenlang. Das ist doch enorm. Und haben alles vergeudet. Da muss ich doch mal sehen. Einige Jahre sollte es noch dauern, bis Verena zum Zuge kam. Aber sie hat zweifellos die ganze Zeit darüber nachgedacht, was man mit Dollys Arznei anfangen könnte. Mittlerweile war ich auch älter geworden. Aber leider nicht viel größer. Zwar hatte ich schon den Stimmbruch. Indessen blieben die Kerbschnitte an der Speisekammertür immer noch unter der Norm. Ich bin ganz sicher, dass ich es Catherine verdanke, wenn ich heute einigermaßen erwachsen bin.
Sie hat mich buchstäblich großgezogen, ja, indem sie täglich an meinen Armen zerrte oder auch, wenn ich lag, an meinen Beinen. Dazu musste ich mich an der Bettkante oben festhalten. Zweimal im Jahr fuhr Verena auf Einkaufsreisen nach St. Louis oder Chicago. Ich muss etwa 15, 16 gewesen sein, da kam sie von einer dieser Reisen nach Chicago in Begleitung eines Mannes zurück, der sich Dr. Morris Ritz nannte. Natürlich fragte sich jeder, wer Dr. Morris Ritz sei. Er trug Krawatten in allen Farben des Regenbogens und Anzüge mit gewaltig wattierten Schultern. Seine Lippen waren bläulich blass und seine Augen blickten unstet in alle Winkel. Alles in allem fand ich, dass er aussähe wie eine Maus. Wir hörten, dass er im besten Zimmer vom Lola Hotel wohne und dass er zum Abendbrot in Fields Café Beefsteaks aß. Er flanierte durch die Straßen mit wippendem Gang und verdrehte seinen Glatzkopf nach allen Leuten, aber er redete mit keinem Menschen im Ort. Nur Verena zeigte sich mit ihm. Die Leute fanden das unpassend. Sie war bald 60, er wohl 40. Vor allem, als herauskam, dass die beiden drüben in den Ruinen der alten Ziegelfabrik gesehen worden waren, wo kleine Schulkinder ihre ersten Zigaretten rauchten und wo sich vielleicht auch einmal ein Liebespaar hinschlich. Aber Anfang September stand im Kurier eine Notiz, dass Verena die alte Ziegelfabrik gekauft hatte. Und schon am nächsten Tage befahl sie Catherine, sie solle zwei Hühner schlachten. Am Sonntag käme Dr. Morris Ritz zum Essen. In all den Jahren, die ich in der Talbotstraße lebte, ist außer Dr. Morris Ritz niemand zum Essen eingeladen worden. Es war also ein Ereignis erster Ordnung. Hier rein, Doktor. Geben Sie Ihren Hut ruhig mir, ich setze mich schon nicht drauf. Wollen Sie die Handschuhe anbehalten? Entzückt Sie zu sehen, Frau Richter. Reizend, also wie Sie aussehen. Seien Sie herzlich willkommen, Morris. Darf ich mir erlauben, Ihnen diese rote Rosen, immerhin ein Symbol, wenn ich mir gestatten darf? Ja, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich will nur die schönen Blumen gleich ins Wasser stellen und meine Schwester benachrichtigen, dass sie da sind. Das ist ein angenehm großes Haus hier. Und alt und vornehm. Na und du, mein kleiner Mann, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Das ist das schönste Alter. Ich hätte nicht gedacht, schon 16. Sie meinen, ich bin zu klein, Doktor? Zu klein? Wozu denn? Wie, dazu doch wohl nicht. Als ich 16 war, da hatte ich schon ziemlich meine Erfahrung. Die schönsten Erfahrungen des Lebens sind die, wenn man anfängt. Was meinst du? Na, hier ist ja nichts los. Fragt sich, was Sie meinen. Komm doch mal rüber nach Chicago, da gibt es eine Menge Material für Anfänger. Manche sind ganz besonders wild auf Kleine. Meine Schwester. Oh, die Damen? Welcher Glanz. Ich gehe wohl nicht viel in der Annahme, dass ich das Vergnügen habe, Ihre Schwester zu sehen, verehrte Verena. Guten Tag. Guten Tag. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Wirklich. Sehr angenehm, Miss Tarbo. Bitte sprechen Sie nicht so zu mir. Ich bin es nicht gewöhnt. Oh, sind zu bescheiden, Miss Tarbo. Es ist etwas Seltenes, liebe Verena, das Gemüt Ihrer Schwester. Auf Sie Ehre. Verstehen, Mois. Wir leben sehr zurückgezogen. Aber bitte wollen wir uns nicht setzen. Bitte. Danke, danke. Bitte. Danke an Ihrer Seite, Verena. Immer an Ihrer Seite. So den Wein aus der Flasche einzuschenken, darf ich mir gestatten? Danke, nein, das mache ich wirklich. Ist Männersache. Aber Sie trinken doch, Verena. Gern. Na und? Junger Mann? Auch einen Schluck schon. Oh, da wird man groß und kräftig. So, aber lass doch sehen, das Etikett. Ist ein guter Tropfen, in der Tat, edel. Indes, liebe Verena, unser Etikett. Unser Etikett. Wollen wir nicht erst anstoßen, Morris? Gut. Indessen, liebe Verena, wir wollen doch diesen erlauchten Moment nicht vorbeirauschen lassen, ohne anzustoßen auf das Gelingen, nicht wahr? Auf die Fabrik? Der Junge hat Verstand. Ja, in der Tat, aber das, was wir darin fabrizieren werden, wird ein schöneres Etikett haben. Selbst als dieses hier auf dem erlesenen Tropfen. Ach, Moment. Ich denke doch, ich will es mal zeigen. Ich habe die Dinger doch hier in meiner Brieftasche. Aber Morris, es ist zu früh. Nach dem Essen, dachte ich. Dolly, du musst verstehen, das geht dich an. Sehen Sie? Ist das nicht eine Pracht? Ein Zauber? Welcher Glanz? Und der Schmiss der Schrift? Zigeunerkönigin Tropfenkur. Das ist ein Griff, sage ich.
Damit erschlagen wir Hunderttausende. Erstklassig, was? Ja, die Rückseiten sind schon gummiert hier. Fehlt nur noch das Fabrikat. Also, auf Ihr Wohl, Miss Talbot. Das alles ist Ihr Werk. Meinen Sie mich? Na, wen denn sonst? Kopf hoch, Mut gefasst. Der Schritt zur industriellen Herstellung Ihres Wundermittels, so schwer soll der doch nicht sein, dieser Schritt, wo doch Millionen Menschen damit geholfen werden könnte. Ach, wollt ihr Dollys Elixier en gros herstellen? Erraten. Gefallen dir die Etiketts nicht, Dolly? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Aber natürlich verstehst du. Es ist ja einleuchtend, was euer Kinderspiel im Walde wert ist. Ich erzählte Morris diese alte Geschichte, auch wie du den Zigeunerinnen geholfen hast und wie sie dich den geheimnisvollen Vers lehrten mit dem Rezept. Und Morris dachte sich den wundervollen Namen aus. Zigeunerkönigin Tropfenkur. Mach doch was her. Meine Medizin? Ich brauche doch keine Etiketten, Verena. Ich schreibe sie doch selbst. Sehr gut. Häuslicher Fleiß. Immer lobenswert und liebenswürdig. Nun machen wir einfach Etiketten mit Ihrer Handschrift bedruckt. Streng individuell. Nicht doch, Morris. Wir haben schon genug Geld ausgegeben. Diese Etiketten sind vorzüglich. Ja, Dolly, Morris und ich gehen diese Woche nach Washington, um den Musterschutz für diese Etiketten und ein Patent zu erwerben. Ein Patent auf deine Medizin. Selbstverständlich mit Ihrem Namen als Erfinderin, Miss Talbot. Du musst dich nach dem Essen nur hinsetzen und einen kompletten Antrag für uns ausfüllen mit dem Rezept. Große Dinge tun sich weh. Ja, da schauen Sie. Holla, Dolly! Nein. Nein, das werde ich nicht tun. Niemals. Weil du dazu kein Recht hast. Verena. Und sie auch nicht, Sir. Ich weiß noch wie heute, dass Catherine und ich den Tisch abdeckten. Selbst mir war der Appetit vergangen, denn Dolly hatte sich in ihrem Zimmer in Kleidern aufs Bett gelegt und war ganz stolz und tränenlos elend. Die Blumen vom Dr. Morris Ritz wollte ich auf den Müll werfen, aber das duldete Dolly nicht. Noch abends, als sie es erfuhr, musste ich sie holen und ins Wasser stellen. Es war, als hätte sie gefühlt, dass sie draußen dürsteten und froren. Sei nicht so roh, Colin. Die Blumen sind unschuldig. Stell sie auf dein Zimmer. Ich mag nicht Tante Dolly. Warum denn nicht? Weil ich nicht mag. Nur nicht immer so bockig sein. Pik Ass. Karo Bube, über den Weg ein freier Herzkönig. Ach, und ist er noch nicht da gewesen, Dolly Herz. Herzkönig. Oh. Oh, schwarzer Mann, dich dahinter. Oh, Mama, schwarzer. Die da kommen zurück. Guten Abend. Colin, Catherine geht hinaus. Dolly, ich muss mit dir reden. Wenn du meinst, Verena. Aber ob es gut ist? Catherine wäre mir gern die Leiter hinauf zu meinem Spionenversteck gefolgt, denn mittlerweile hatte ich es ihr gebeichtet. Aber sie hatte ihre guten Kleider noch an. Ich zog mir die Schuhe aus und machte, dass ich hinaufkam. Im rosa Zimmer war so viel Schatten, dass ich zunächst nur Verenas runden Hut mit den Zelluloidfrüchten drauf sah. Sie stand Kerzen gerade unter mir. Ich hörte, wie sie sagte: Das sind die Tatsachen, Dolly. 2000 hat die alte Fabrik gekostet. Die Arbeit fürs Mauerwerk und von 4 Zimmerleuten für 80 Cent die Stunde dazu. Dann sind die Maschinen schon bestellt. Für 7000 Dollar Maschinen. Nicht gerechnet das, was mich ein Spezialist wie Morris Ritz kostet. Und warum das? Alles für dich, Dolly. Oder alles für mich, wirklich. Verena, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann beweise es. Du bist doch mein Fleisch und Blut, Verena. Mein Herz ist ganz voll Liebe für dich. Ja, ja. Aber das sind Worte. Beweise es. Ich könnte es schon beweisen, aber dann müsste ich das Einzige aus der Hand geben, was mir gehört. Verena, Verena, bitte, 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 bitte. Dies eine. Lass es mir. Gut, Dolly. Ja. Wie du willst. All die Jahre habe ich geschuftet, wie... Den Taglöhner habe ich für dich geschuftet. Für euch, für euren Undank.
Was habe ich dir nicht alles gegeben? Dieses Haus, dieses Zimmer. Verena, alles, alles hast du uns gegeben, mir und Catherine und Colin. Aber bisschen was haben wir ja wohl auch getan. Jawohl, Kräuter gesammelt, die Tage verspielt, Karten gelegt, aus der Hand gelesen und solch ein abergläubisches Zeug, dass man sich schämen muss. Aber es war doch unser Zuhause, Verena. Wir haben es dir doch nett gemacht, Verena. Mir? Ja. Nett. Abend für Abend bin ich in meinem Zimmer allein gesessen. Ich durfte rechnen. Was habt ihr getan? Ihr? In eurer Küche habt ihr gesessen und Albernheiten getrieben. Du und diese gurgelnde Idiotin. Ist dir nie aufgegangen, warum ich keinen Menschen in dieses Haus bringe? Warum ich einsam leben muss? Aus einem sehr einfachen Grund. Ich schäme mich. Denke bloß daran, was heute wieder los war. Soll die ganze Stadt wissen, was das für ein Narrenhaus ist? Es tut mir leid. Ich hab immer gedacht, du brauchst uns. Ja, ich dachte, wir hätten hier unseren Platz. Aber das wird schon in Ordnung kommen. Verena, wir werden weggehen. Arme Dolly, was du so denkst, du kannst mir leid tun. Wohin könntest du gehen? Ich weiß einen Platz. Einen Platz in der Welt. Einen einzigen, wohin man gehört. Am nächsten Morgen, als wir drei davon schlichen, mitten in der Dämmerung vor Sonnenaufgang, als ich so froh, weil ich sah, wie Dolly zumute war, froh trotz der Decke und dem Koffer mit der halben Speisekammer, die wir mitschleppten, da habe ich nicht gewusst, dass mir dies alles nicht verloren gehen würde. Diese Landschaft mit den rauchgrauen Flusswäldern. Dieser Himmel über den Schloten der Stadt, in dem die Wolken federleicht trieben, Federflocken aus Eis und Regen. Es war sehr früh. Wehrlos verblichen am Horizont drei morgendliche Sterne. Tau blitzte auf den Büschen am Kirchplatz. Der Blick von hier oben war schön. Auf das grenzenlos wogende Wipfelmeer, über dem die Nebelschleier eben verwehten und auf 50 Meilen dunkel aufgepflügten Landes. Land voller Windmühlen und Kirchtürme. Bei den Gräbern meiner Mutter und meines Vaters machte Dolly Halt. Trübselig sah sie sich auf dem Friedhof um. Wissen, wohin sie gehören. Catherine, wir wollen ein paar Blumen pflücken und in die Steinvasen tun. Sieht so leer aus. Nein. Die da wachen auf und merken ganze Speisekammer fort und nix da zum Frühstück und kommen gleich hinterher. Ja, Dolly, bloß rasch hier weg. Pass auf, sie werden uns verfolgen. Kleiner Colin, immer hast du Angst. Wenn die Zeit da ist, ist so viel Zeit. Und doch, ich kann diese schmutzigen Marmorplatten nicht sehen. Sie sind zu kalt. Pflück Blumen, Catherine. Gut. Und du, Colin, komm her. Ganz still. Ganz still musst du sein. Hörst du sie jetzt? Du hast mich hier schon mal gefragt, ob ich was höre, aber... Du musst erst ganz still sein. Innen. Hörst du sie nicht? Es rauscht ein bisschen. Das sind die Gräser da, die roten. Hör nur hin, Colin. Das ist die Grashalme.
eine Harfe von Stimmen. Wenn die Sonne aufgeht und der Wind erwacht, wirst du sehen, wie ein schaler Schatten über das Präriegras läuft. Der Herbst hat so schöne Tage. Und dies Grasfeld hier unterm Friedhof weiß alle Geschichten von allen Menschen, die je gelebt haben und die hier begraben sind. Von den Talbos, den Fenwicks, von deinem Vater. Weißt du nicht, wie er weinte, als deine Mutter starb? Sei still, Tante Dolly. Und von deiner Mutter, wie sie immer geweint hat, wenn er fortfuhr, um seine Kühlschränke zu verkaufen. Und von der Freude, als du geboren wurdest. Du Zwerg, du. Und wenn ich einst hier liege, kleiner Colin, dann sollst du hierher gehen im Herbst. Und die Grasharfe wird dir unsere Geschichte erzählen. Dass wir eines Morgens fort mussten, weil wir keinen Platz hatten in der Welt. Ja, und alles, was Gott nun draus werden lässt. Ja, und wenn Dolly Herz hier bleiben länger, können wir Oma bleiben hier und legen in tiefe, tiefe Grab. Da Blum und da Blum. So, fertig. Und nun ab. Viele Jahre später. Aber es waren gar nicht so viele Jahre. Als ich den Nachlass von Dolly und Verena ordnete, da habe ich die handgeschriebenen Originale der Telegramme gesehen, die der Sheriff unserer Stadt an die Sheriffs der Nachbarstädte abgefeuert hat, als wir verloren gegangen waren. Der Sheriff war ein Lümmel, rundheraus gesagt keine 30 Jahre alt, stolz auf die baumelnde Pistole, großes Maul und rohe Fäuste, aber ein enges Herz, sobald es ein bisschen riskant wurde. Der Entwurf des Textes zu diesen Telegrammen roch nach Dr. Morris Ritz. Fahndet nach folgenden miteinander reisenden Personen. Erstens Dolly Augusta Talbo, weiße, 60 Jahre, gelbgraues Haar, schlank, wahrscheinlich geisteskrank, aber nicht unbedingt gefährlich. Nähere Kennzeichen, Backwerk, da starke Kuchenesserin. Zweitens Catherine Creek, gibt vor, Indianerin zu sein. Alter etwa 60, zahnlos, Sprache konfus, untersetzt, schwer, kräftig, möglicherweise gefährlich. Drittens Colin Talbo Fenwick, weißer, 16 Jahre, sieht jünger aus, schlechte Haltung, blass, mürrisches Wesen. Alle drei sind durchgebrannt. Die Leute auf dem Postamt haben damals gesagt, sie sind bestimmt nicht weit gekommen. Und damit hatten sie ja dennoch recht. Wir saßen im Paternosterbaum. Treibendes Floß in grüner Flut. Vom Rauschen der Bäume getrieben. So weit bin ich nie mehr im Leben gekommen, als in den Träumen, die ich hier oben träumte. Ferne Gestade. Und vom scharlachroten Grashang hörte ich die Stimmen herüber, wenn der Wald schwieg. Als schwiege er, um zu lauschen. O Insel der Zuflucht. Tja. Also, wir saßen da oben und packten unsere Vorräte aus. Die Brathühner von gestern. Fein, dass der Dr. Ritz sie nicht gefressen hatte. Das kam uns zustatten. Ich habe mir immer überlegt, ob der nicht auch zu all seinen sonstigen Lastern sehr verfressen war. Aber ich bin ganz sicher, was er aß, das war ihm egal. Die Brathühner waren übrigens prima. Ich hatte sie noch gekannt. Also, wir hatten in Catherines Reisetasche genug mitgenommen, um es uns im Baumhaus gemütlich zu machen. Eine rosa und goldene Flickendecke, ein Spiel Karten, um in die Zukunft zu schauen, falls das Handlesen nicht ausreichte. Mit den Sternen war das damals noch nicht so sicher bei uns. Seife, Orangen und Zitronen, Kerzen, eine Flasche Brombeerwein, zwei Schuhkartons mit allem, was essbar war, und Toilettpapier. Hatten wir ja genug zu Hause wegen der Flaschenstöpsel. Als wir uns eingerichtet hatten, gingen wir herunter zum Bach und badeten Gesicht und Füße im kalten Wasser. In den Flusswäldern gibt es so viele Bäche wie Adern in einem Blatt. Ich erinnere mich noch, wie Dolly ins Wasser stieg, ganz fein und vornehm, wie es ja ihre Art war. Das Winterkleid hochgeschürzt,
aber das Hütchen auf dem Kopf. Ein Hütchen mit einem wehenden Schleier. Sie kämpfte damit wie mit einem Mückenschwarm. Tante Dolly? Ja, was denn? Was denn, mein Kind? Warum hast du eigentlich den Schleier umgebunden? Hier im Wald? Ja, das kannst du nicht wissen. Es gehört sich so, dass Damen Schleier tragen, wenn sie auf Reisen sind. Ich konnte mir nicht helfen. Ich fand sie süß. Sie schien ganz verändert. Irgendwie kam das Blut der alten Talbos zum Vorschein. Die waren ja auch keine Stubenhocker gewesen, sondern richtige Pioniere mit einem Blick, für die Natur. Und den hatte Dolly geerbt. Spät an diesem Tage, wir hatten schon unser Geld gezählt, $47 in bar, und Catherine meinte, wir sollten damit zu dritt nach Mexiko, denn sie glaube nicht, dass der liebe Gott der Meinung wäre, sie solle auf einem Baum leben wie ein Vogel oder ein Aff. Spät also war's, da verstummte plötzlich ihr Redestrom. Sie stieß mich in die Rippen. Au, was soll das? Psst, still! Sie kommen! Alle Idioten und tun vornehm und kommen über Gras stolzieren wie ganz normale Tiere. Na ja, es ist nicht zu leugnen. Ich habe uns verraten. Denn ich musste lachen, wie ich die Prozession da unten sah und Catherine mit rollenden Augen neben mir. Und als sie mich hörten, erschien ein Ausdruck sprachlosen Entsetzens auf ihren Gesichtern. Sie sahen aus, als wären sie aus Versehen in die Käfige der wilden Tiere im Zoo eingesperrt worden. Es war aber vorneweg der Pfarrer, Referent Buster, natürlich ein Freund von Verena, denn sie stiftete viel, seine Frau und ihre Freundin Mrs. Mary Wheeler. Und der Sheriff dieser Lümmel, und dazu der Richter Kuhl. Ja, der auch. Der Sheriff tat, als sei er auf dem Kriegspfad und müsse Indianerspuren suchen. Er hatte doch tatsächlich ein Schießeisen in der Hand. Und wie er mich im Baum lachen hörte, fuhr er auf und richtete den Revolver in die Luft. Hey, wer da? Hände hoch! Sheriff! Sheriff! Jetzt hat aber zunächst Hochwürden mein Mann das Wort. Dann erst sind Sie dran. Wir haben Sie, wir haben Sie! Hallo! Wir haben sie! Oh, und ich hab doch gleich gesagt, wo sollen sie denn sein? Dolly Talbo, ich darf dich da oben im Baume vermuten. Ja, ja. Ich spreche zu dir im Namen deiner Schwester Verena. So, so. Dieser fleißigen, gottgefällig handelnden, gütigen und hilfreichen Frau. Das ist sie, ja. Die an diesem Tage ein schwerer Schlag getroffen hat. Einen sehr schweren Schlag hat sie erlitten. Ja, das hat sie. Hat sie ganz, ganz bestimmt. Und du bist es, die ihn ihr zugefügt hat. Das ist ja gar nicht wahr. Ich will nicht hoffen, dass es wissentlich geschah. Denn könntest du jetzt sehen, wie deine Schwester, deine dich Liebende, vor Schreck ergraut auf ihrem Lager da niederliegt. Schande ist es, das muss man sagen. Oh, vermöchtest du es doch zu sehen mit den Augen deiner Seele? Ja, die Damen hier haben recht, wenn sie rufen, Schande über dich. Das ist gar nicht wahr, Schande. Wie kannst du dich so weit von Gott entfernen, dass du im Baum sitzt wie ein betrunkener Indianer oder wie ein ganz gewöhnliches Flittchen. Wie ein, so leid es mir tut, das auszusprechen, ganz gewöhnliches Flittchen, während deine Schwester elendiglich da niederliegt. Du uns nennen Flittchen, du Satansbraten, du, lass ja gar nicht reden, deinem Mann allein, aber ich komm gleich runter und dann schlag ich dir mit Bratpfanne auf Hut, du, dass du innen wie außen krumm bist, du, du. Lass mich mal, darf ich auch mal was sagen, Reverend Buster? Ja. Ja, ja. Wenn Sie meine Lage einen Augenblick richtig bedenken wollten, müssen Sie dann nicht zugeben, dass wir uns näher bei Gott befinden als Sie oder als die anderen Herrschaften da unten, wenn auch nur für ein paar Meter. Und ausgezeichnet, Miss Dolly, ausgezeichnet. Und das nenne ich wirklich eine gute Antwort, ausgezeichnet. Tja, Reverend, da ist nichts zu machen. Natürlich sind Sie da oben Gott näher. Sie sind in einem Baum und wir sind nur auf ebener Erde. Ich habe immer gedacht, Sie sind ein Christ, Charlie Cool. Aber ich sehe, Sie sind unter die Spötter gegangen. In Ihren Jahren Schämen sollten Sie sich sowas zu unterstützen. Ist das wohl christlich,
dass Sie eine arme Verrückte ermutigen, sich aus der Gemeinschaft zu entfernen? Jawohl, und auf einen Baum zu gehen? Na, überlege dir mal, Thelma Bastard. Ich meine, wenn du schon meinst, dein Mann, der Reverend, könnte allein nicht überzeugend genug predigen, überlege es dir, sage ich, ob es wohl christlich ist, dass du jemand verrückt nennst, der es gar nicht ist. Antworte mir erst, Richter. Ja, bitte. Warum bist du mit uns gegangen, wenn du nicht wolltest den Willen des Herrn erfüllen, im Geiste der Gnade? Den Willen des Herrn? Naja, ich will gar nicht so weit gehen, dich zu fragen, woher du den Willen des Herrn, der ja rätselhaft ist, nicht wahr? Woher du ihn so genau kennst, Reverend Master? Vielleicht hat der Herr diesen Menschen befohlen, in einem Baum zu leben. Gut, Reverend. Ja, aber dir, Reverend, hat der Herr bestimmt nicht befohlen, sie herunterzuholen. Runter da oben, sag ich! Hier herrscht Disziplin! Nein, wir Miss Dolly, denke ich an den Frieden! Sie sind doch ein friedliebender Mensch! Bitte gehen Sie doch mit uns heim! Wollen Sie um Ihr Mittagessen kommen? Haben Sie denn gar keinen Hunger, wo es doch schon so spät ist? Ich klettere jetzt hinauf. Leicht machen Sie es mir nicht. Lassen Sie das bleiben, Sheriff. Sie haben kein Recht dazu. Ein Sheriff hat immer Recht. Runter, sag ich! Ja, das werden wir ja sehen. Sie dürfen ihn auf den Kopf treten, wenn er Hand an Sie legt. Oma, Oma, ich Dolly Herz, ich trete ihm auf den Kopf, auf böse. Alle böse Gedanken treten ihm raus. Wo ist Büchse? Wo ist Büchse mit Saft? Hier, gieße sie ihm in den Hals, Catherine. Und nicht doch. Doch, doch. Schweine! Widerstand! Widerstand gegen die Staatsgewalt! Ihr Eulen, ihr alten, alten Eulen, ihr tut nur so fromm. Wo ist Büchse? Wo ist Büchse? Ich will euch stopfen, euren Hals, euer Maul! Ja. Widerstand gegen die Staatsgewalt, hatten sie gerufen. Und nun, es lässt sich nicht leugnen, irgendwie war sowas wie ein Tatbestand daraus geworden. Ich sehe immer noch Catherine, wie sie mit rollenden Augen hinter sich griff, nach einer Büchse Pampelmusensaft und, es war nicht so, dass sie sie geworfen hätte. Geworfen in des Wortes strengem Sinne hat sie sie nicht, aber, sagen wir mal, sie hat sie fallen lassen. Dorthin, wo Mrs. Buster stand, die Pfarrersfrau. Ich habe das Unglück kommen sehen, aber ich konnte es nicht mehr verhindern. Und der Sheriff war ein junger, kräftiger Mann. Wie der nun den Schrei von Mrs. Buster hörte und nichts begriff, als dass da eine volle Büchse von oben herabgekommen war, da packte ihn doch der Ehrgeiz oder die Angst, dass er sich lächerlich machen würde, wenn er mit seiner Pistole und seiner Amtsgewalt nichts ausrichten könnte. Und er sprang nochmal empor wie ein Frosch. Und erwischte Catherine am Bein. Und die wollte auch sowieso herab, weil sie furchtbar erschrocken war, dass sie jemand getroffen hatte. Tja, es war eben ein Tumult. Richter Kuhl mit gesträubtem Schnurrbart zankte sich mit dem Sheriff herum und krempelte sich die Ärmel hoch, denn er war ein rüstiger alter Herr. Aber dann sah er wohl ein, dass es alles vergeblich war gegen die Übermacht, denn mittlerweile waren noch mehr Leute gekommen und sahen sich dies Schauspiel an. Sollte er, ein Richter im Ruhestand, einen dummen jungen Sheriff prügeln? So zogen sie denn ab mit ihrer Beute. Und drei Mann mussten Catherine tragen. So warf sie sich umher und stieß den Männern nach den Schienenbeinen. Und nebenher lief ganz verstört Mrs. Wheeler und haschte nach den Fetzen von Catherines Kleidern, denn bei dem Handgemenge war sie halb nackt geworden. Richter Kuhl, der inzwischen zu uns auf den Baum gestiegen war, und ich kümmerten uns um Dolly, die haltlos weinte. Tja, nichts zu machen. Aber solange nicht geklärt ist, ob Catherine Crick die Büchse absichtlich Mrs. Buster auf den Kopf geschmissen hat oder nicht, solange kann niemand helfen. Hat sie doch bestimmt nicht, bestimmt nicht. Na, ich weiß nicht. Ich jedenfalls, ich hätte sie absichtlich geschmissen. Ich auch. Ja, du, wir sind uns einig, was? Einmal im Leben möchte ich dastehen, wo das Recht ist. Aber Sie sind doch Richter gewesen. Ja, eben darum möchte ich, bevor ich sterbe, einmal dastehen, wo das Recht ist. Ach, Herr Junge, ich bin wütend. Hör nicht auf mich. Wer wütend ist, kann das Recht nicht erkennen. Ich muss mich erst beruhigen. Ich danke Ihnen so sehr, dass Sie uns Gesellschaft leisten wollen. Aber ich bitte Sie. Richter, cool. Ja. Ich bin ganz sicher, dass das Recht auf unserer Seite ist.
Eigentlich bin ich es auch. Ja. Wir haben noch kaltes Huhn. Darf ich Sie einladen? Oh, sehr, ja. Nein, das heißt, ich will Sie nicht aufhalten. Sie waren schon sehr liebenswürdig. Aber wenn Ihre Familie daheim auf Sie wartet... Miss Talbot, ich nehme Ihre Einladung an. Ach ja, ja. Meine Familie wartet nicht auf mich. Wissen Sie das nicht? Ich weiß nur, dass Sie zwei Söhne haben und abwechselnd bei denen leben. Hm. Mal im Oberstock und mal im Unterstock Ihres Hauses. Ja, nicht hier, nicht dort. Ja. So wenig Platz für einen alten Mann auf der Welt. Aber ein Mann wie Sie... Naja, mir geht's ja noch besser als anderen. Kann ich klagen. Das war Richter Cool. Wir haben dann die Nacht im Baum verbracht. Wir waren zu viert, obwohl Catherine weggeschleppt worden war und im Gefängnis saß. Riley Henderson war zu uns gestoßen. Riley Henderson war nur 2 Jahre älter als ich, aber schon groß und ganz erwachsen. Er hatte von seinen Eltern Geld geerbt und lebte ganz unabhängig. Nicht wie die Tango-Jünglinge und Dollarhelden, nein, nein. Er war bei jedem Wetter in den Wäldern unterwegs, schoss Eichhörnchen und knotete sie mit den Schwänzen zusammen oder fing im Fluss die schwarzen Katzenfische. Ich muss von Riley sprechen, denn erstens war er dabei und zweitens habe ich ihn maßlos bewundert, zwerghaft klein wie ich war. Und drittens hat er dann geheiratet. Das Mädchen, das mich damals immer voll Abscheu ausfragte, ob es denn wahr sei, dass er sich mit so viel leichtsinnigen Frauen herumtreibe. Und die mich immer einlud, sie zu besuchen, aber ich hatte immer eine Ausrede. Ich war doch zu klein. An jenem Abend aber im Baumhaus, er hatte uns Eichhörnchen gebracht und der Richter Brizi und beim Paternosterbaum im Feuer. Wir aßen wie die Fürsten, tranken Brombeerwein und stellten eine Kerze auf den Boden, sodass die Schatten hin und her huschten. Schatten all der ledernen Blätter ringsum, die im Winde klapperten und rauschten. An jenem Abend nun hatten wir ein Gespräch, wir vier im Baum. Sie werden kommen. Und wenn Sie kommen, müssen wir gerüstet sein. Wir müssen unsere Lage klar erkennen, sonst können wir uns nicht verteidigen. Also fangen wir mit dem Erkennen an. Was hat uns hier zusammengeführt? Die Not, Richter Cool. Ja, die Not. Miss Dolly und du, Colin, und ich auch, wir sind in Not. Aber ich weiß nicht recht, ob Brille auch in Not ist. Er ist unser Freund, also lassen wir das. Wenn wir nicht in diesen Baum gehörten, wären wir nicht zusammen hier. Wir sollten uns die Wahrheit sagen. Ich bin nicht in Not. Ich bin gar nichts. Ach nein. Du sagst nein. Warum? Du weißt es nicht. Du denkst vielleicht, weil ich Geld habe und Mädchen so viel ich will. Und ein Auto. Deshalb sei was mit mir los. Aber ich liege nachts wach und quäl mich rum und kein Mensch kann mir sagen, was ich tun soll. Jagen tue ich. Auto fahren, mich rumtreiben. Soll das alles sein, was aus meinem Leben rauskommt? Ja, du bist noch jung, Riley Henderson. Na und? Andere sind älter und was sind sie? Ich habe fast ein Jahr lang ein Mädchen gehabt aus Rock City. Aber vor einer Woche wurde sie wild und hat mich gefragt, wo ist überhaupt dein Herz? Und dann sagte sie, wenn ich sie nicht liebte, wird sie sich umbringen. Ach, das sagen die so. Nein, das tun sie manchmal auch. Aber wozu? Ich sagte, da mache ich mit. Ich hielt den Wagen an, mitten auf dem Bahnübergang. Schön, sagte ich, wir bleiben am besten hier sitzen. Der Schnellzug ist in 20 Minuten fällig. Ja und? Mir wäre es recht gewesen, wenn der Schnellzug uns erledigt hätte. Allein tauge ich nichts. Einen Menschen auf der Welt muss man haben. Wenn ich bloß wüsste, für wen ich irgendwas fühlen könnte, dann würde ich Pläne machen und so. Dann würde ich das Land hinter Persens Berg kaufen und Häuser draufbauen. Mein Sohn, ich möchte dir sagen, du packst es wohl am falschen Ende an. Sieh hier. Die Blätter fallen. Hast du dich jemals um ein einzelnes Blatt gesorgt? Nee. Ja, aber das solltest du tun. Du musst klein anfangen, lernen. Du musst lieben lernen. Fang mit einem Blatt an. Oder mit der Musik, die die Tautropfen machen. Oh, ich weiß, mit der Grasharfe. Mit was?
Ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um zu lernen, dass man das Lieben lernen muss. Fang mit einem Blatt an. Ich weiß jetzt, wie wahr das ist. Liebe ist eine ganze Kette von Liebe. Wer einmal angefangen hat, hört nicht mehr auf. Und wer Blätter lieben gelernt hat, liebt alle Welt. Dann habe ich mein ganzes Leben lang geliebt. Och. Naja, so nicht. Ich habe niemals einen Herrn habe ich niemals geliebt, außer meinem Vater. Aber alles andere sonst habe ich geliebt. Rosa Zimmer und Honigwaben und Blumen. Manchmal bin ich so voll Liebe, dass ich meine, ich muss fliegen können. Wie ein Vogel über die Sonnenblumen. Ja. Heute, als ich aufbrach, oder war es gestern, als ich mit dem Sheriff herkam, da war ich noch überzeugt, dass mein Leben einsam dahingehen würde, ohne Spuren. Ich habe zwei Söhne, der eine ist Direktor, der andere Kassierer an der Bank. Ehrenwerte Leute. Sie verstehen mich nicht. Sind das die Spuren eines Lebens? Die sind schon verweht, bevor ich weg bin von der Erde. Aber jetzt glaube ich nicht mehr, dass ich unglücklich bin. Miss Dolly, wie lang ist es her? 50 Jahre, 60? Ich erinnere mich, wie Sie auf Ihres Vaters Wagen saßen, steif und schüchtern. Sie kamen niemals herunter, um mit uns Stadtkindern zu spielen. Ja, ganz einfach. Ich hatte doch nicht solche Schuhe wie ihr. Oh, das war... 50 Jahre habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen. 50 Jahre habe ich sie gekannt. Vielleicht hätte ich sie heiraten sollen, wer weiß. Vielleicht wären sie der einzige Mensch gewesen. Der einzige Mensch, vor dem man nichts zu verbergen braucht. Die Nacht. Diese Nacht. Ein Wind kam auf und rauschte durch das Laub. Unsere Kerze flackerte eingeschüchtert. Wir löschten sie ganz und legten uns zur Ruhe. Sterne erschienen und verschütteten ihr Licht. Die Äste des Paternosterbaums schwangen wie riesige Ruder, die in einen Strom tauchen. Wir fuhren dahin auf unserem Floß im Strom des Schweigens. Ein Zweig schwang zurück, Mondlicht durchflutete den Baum. Da sah ich, wie der Richter Dollys Hand nahm. Das war das Letzte, was ich sah. Riley war der Erste, der erwachte. Er weckte mich. Er tat das, indem er auf meine Hände trat. Dann ging er in die Stadt und wir verbrachten den Tag damit, dass wir Pilze suchten, Feuer machten. Und wenn Richter Cool zu Dolly herübersah, feixte er wie ein übermütiger Junge. Und dann kam Riley zurück mit der Botschaft, die alles veränderte. Die ganze Stadt stünde auf dem Kopf. Catherine war schon wieder freigelassen worden, Verena selbst hatte nach ihr gerufen. Sie brauchte Hilfe, denn Verenas Freund Dr. Morris Ritz hatte sich aus dem Staube gemacht, nachdem er aus Verenas Tresor $12,000 in verkäuflichen Obligationen geraubt hatte und über 7.000 in bar. Verena hat es entdeckt, als sie die Tür zum Tresor offen gefunden hatte. Sie fiel in Ohnmacht, und als man sie wieder ins Leben zurückgerufen hatte, fiel sie noch einmal in Ohnmacht. Jetzt aber hatte sie sich aufgerafft und folgte Riley Henderson auf dem Fuße. Selbst ein heftiges Gewitter konnte sie nicht zurückhalten. Sie kam heran, aufrecht und gerade. Nun stand sie unter dem Baum.
bei dir. Du täuschst dich, ich bin ganz bei mir. Zurückkommen. Es ist erst ein Tag her, dass du mir sagtest, du schämtest dich, weil wir mit dir leben. Ich und Catherine und Colin. Wir haben viel Zeit mit dir gelebt, Verena. Wir haben wohl die ganze Zeit verschwendet. Colin, riecht der cool. Helfen Sie Verena herauf zu mir. Gut, Dolly. Bitte. Vorsichtig. So. Aber ich muss dir etwas sagen, was kein anderer hören kann, Dolly. Hier sind keine anderen. Es würde mir leichter fallen. Ich fürchte, Sie werden sich mit mir abfinden müssen, Miss Verena. Aber warum denn? Offen gesagt, Charles, ich kenne dich seit 50 Jahren. Meine Schwester wäre nie auf den Blödsinn verfallen, wenn du sie allein gelassen hättest. Tante Verena, wer ist denn hier auf den Blödsinn verfallen? Du mit dem Kerl Morris Ritz oder wir? Colin! Muss der mitreden? Muss das sein? Und der Richter auch? Ja, aber es ist doch so, dass der Richter... Das ist Charlie. Ich habe Dolly gefragt, ob sie mich heiraten will. Das ist bemerkenswert. Sehr. Ich hätte keinem von euch so viel Fantasie zugetraut. Oder träume ich? Auf einem nassen Baum. In einer Gewitternacht. Ich mag solche Träume nicht. Ja, es tut mir leid, Sie haben mich weggeschickt. Ich habe nicht mehr hören können, wie das alte Schicksal Sie überwältigte. Alle drei. Oft habe ich versucht, mir das vorzustellen, wie der Richter und Verena ängstlich darauf gewartet haben, was Dolly sagen, wie sie sich entscheiden würde. Aber ich weiß es nicht. Der Regen wurde dichter und dichter. Fische hätten in der Luft schwimmen können. Wie wenn einer auf den Basstönen des Klaviers hämmert, so trommelte er auf das Blätterdach herab. Meine Sympathien waren seltsamerweise nirgendwo. Oder besser gesagt, wie ich da nass am Stamm hockte, rann eine Zärtlichkeit für alle drei, die da oben um ihre Liebe stritten, in mir zusammen, wie drei Regentropfen zusammenrinnen. Ich konnte sie nicht mehr trennen. Manchmal will es mir scheinen, als hätte ich doch noch ein paar Laute aus dem Rauschen des Regens herausgefischt. Einen Ruf von Dolly. Ich kann nicht. Ich dachte, ich würde es können. Ich dachte, ich würde wissen, was recht ist. Einmal wollte ich selber entscheiden. Charlie, lieber, sag, ist das alles wahr? Haben wir unser Leben schon gelebt? Aber das Rauschen des Regens hat alles verschlungen. Auch die Stimme des Richters, der traurig und tröstlich sprach. Einmal, so meine ich, einmal noch habe ich seine Stimme gehört. Halb schon war ich im Schlaf und weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang er es meinte. Nicht ich. Viele Blumen blühen nur einmal. Und sonst geschieht nichts mit ihnen. Aber sie haben das Leben gelebt. Vielleicht war es auch mehr als nur ein Traum, dass ich Verena hörte. Ihre Stimme war so schwach, dass ich mich noch im Halbschlaf angestrengt habe, sie zu verstehen. Oder ist auch dies nur ein Traum? Ich war neidisch, Dolly. Dein rotes Zimmer. Ich habe ja nur angeklopft. Und Morris. Gott helfe mir. Ich gehe durch das Haus und nichts ist mein. Verlass mich nicht, Dolly, verlass mich nicht. Ist eine Entscheidung gefallen? Ist nichts entschieden worden? Die Zeit war um. Dolly bekam eine Lungenentzündung und starb. Verena ist noch 2 Jahre im Hause herumgegangen. Und komme ich wieder in die Stadt zurück, dann sehe ich den Richter Charlie Cool auf der Bank bei den alten Männern sitzen, eine weiße Rose im Knopfloch.
Dann nimmt er meinen Arm und wir gehen sachte davon. An der Kirche vorbei auf den Friedhof. Und schwatzen von diesem und jenem und rauchen unsere Pfeifen. Bis wir stumm werden. Dann schauen wir nur noch die Straße entlang, die zu den Flusswäldern führt. Das Grasfeld leuchtet brennend rot und die Halme sirren und singen. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich dem Richter erzählen könnte, was mir Dolly einst gesagt hat. Dass die Grasharfe alles bewahrt, was geschehen ist. Die Harfe der Stimmen. Aber vielleicht weiß er es längst. Denn wir lauschen. Sprachen Wolfgang Wahl, Gisela von Kolande, Ingel Meisel, Maria Fein, Heinz Seiler, Horst Breitenfeld und andere. Musik Johannes Aschenbrenner, Regie Fritz Schröder-Jahn, Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk 1953.